reinem Gewissen kann ich hinzufügen, dass dieses Land, Deutschland, geschont werden muss. Dass es nicht bis in die Selbstaufgabe getrieben werden darf, weil es einmal im Kreis der Zivilisation wieder gebraucht werden wird. Rings um uns heben sich die Leiber aus dem Stein. Zusammengedrängt zu Gruppen, ineinander verschlungen oder zu Fragmenten zersprengt. Immer in den Gebärden des Kampfes. Ausweichend, zurückschnellend, angreifend, sich deckend. Hochgestreckt oder gekrümmt. Heute, am 29. Juni 1941, soll das Schiff den Göteborger Hafen verlassen. Der Bestimmungsort ist Bremen. Ich werde während der Reise die Kleider nicht ausziehen. Ich stelle mir vor, als wir uns der Kieler Bucht nähern, ist es Hochsommer geworden, mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Deine Mutter wäre geblieben. Hätte ich den Wachmännern nicht mein eisernes Kreuz gezeigt, warum wir uns nicht längst gemeldet hätten, wurden wir gefragt. Auch wenn wir sterben, ohne dass wir der Außenwelt eine Mitteilung hinterlassen dürfen, fühlen wir uns doch nicht vergessen. Dies ist der Abschiedsbrief. Ich hätte alles anders schreiben wollen. Doch die Zeit zu kurz und das Papier zu Ende. Natürlich ist die Frage berechtigt, ob überhaupt in diesem Land jemals wieder Kultur entstehen kann. Aber meine Damen und Herren, es gibt sie, diese Kultur. Es gibt sie da, wo Menschen sind, die widersprechen. Denn Kultur ist Widerstreit und Auflehnen. Solange es den Willen zur Gegenwehr gibt, gibt es auch eine Kultur. Erst im Schweigen, in der Anpassung, schwindet sie und zurückbleibt zeremoniell und ritual.